schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen XXXXL Action Haul für euch. Ich habe einiges gefunden. Als kleine Inspiration für euch drehe ich heute sehr, sehr gerne dieses Video ab. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel kaufen. Also es gibt Tage, da geht man in so Geschäfte und man findet gar nichts. Und an anderen Tagen möchte man am liebsten das ganze Sortiment leer kaufen. Zweite Version war bei mir diesmal der Fall. Ich würde sagen, drückt ganz kurz auf Pause, holt euch gerne was zu trinken, vielleicht einen Zettel und einen Stift, damit ihr euch ein bisschen was notieren könnt. Also ich könnte mir das Ganze nicht merken. Vielleicht wollt ihr das Ganze nachshoppen und ich würde sagen, wir legen los mit diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Jetzt hat es gerade geklingelt, war ja klar, aber davon lasse ich mich jetzt nicht abhalten. Also ich habe einiges für den Haushalt gekauft und wir starten mit der süßesten Sache ever. Und zwar musste dieses hier mit. Knapp 5 Euro habe ich dafür bezahlt und ich fand das so ultra goldig. Für den Garten, also für die Terrasse, ich stelle es dann auf den Tisch. Es ist jetzt nicht für die Vögel hier bei uns zu Hause gedacht, sondern einfach als Deko. Man kann das auch aufmachen. Hier an der Seite, da könnte ich jetzt zum Beispiel auch eine Lichterkette reinmachen oder andere Deko, aber ich lasse es einfach so. Ich finde es auch hier mit diesen Ornamenten so, so schön und das gibt es in 2 verschiedenen Größen. Ich habe jetzt die kleinste Größe, 19×30. Hier seht ihr es, es gibt es auch noch in größer und ich fand es so ultra süß. Für den Preis, also knapp 5 Euro, musste ich kaufen und musste ich euch jetzt als erstes zeigen. Dann habe ich mir für die Terrasse diesen Getränkespender hier gekauft, passend eben für den Sommer. Ich habe tatsächlich schon einen sehr großen Getränkespender, so in der Art. Allerdings ist der tatsächlich zu groß. Also wenn man Gäste hat, was feiert, ist das ideal. Aber für uns hier zu Hause ist der zu groß. Und deshalb durfte die kleine Variante mit, hier mit diesem Hahn, richtig schön. Von der Verarbeitung, also ich finde für den Preis, es musste einfach mit und ich freue mich da, wenn es dann auch draußen auf der Terrasse steht. Für meine Mama habe ich diese Wasserkaraffe, sage ich jetzt einfach mal so, gekauft, denn hier steht Aqua, Water und da haben mich ganz, ganz viele auf Instagram gefragt, wo ich die denn her habe. Ich habe die schon und die gefällt euch scheinbar so, so gut. Von der Verarbeitung, das ist so, so bombastisch. Denn die kostet nicht mal 1,60 Euro oder 1,70 Euro. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber die habe ich jetzt für Mama gekauft. Denn wenn ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich in Italien bei meiner Mama. Aber bitte wünscht mir jetzt keinen schönen Urlaub, denn es wird kein Urlaub. Also ja, genau. Aber ich habe noch einiges für Italien gekauft. Das zeige ich euch jetzt auch noch im Laufe des Videos. Dann habe ich mir diese Boxen hier gekauft als Aufbewahrung für meine Speis. Da bin ich ja noch dran. Also ich bin am Umsortieren, Umräumen. Und da fand ich die sehr, sehr passend, denn die wirken auch wieder sehr, sehr hochwertig, sehr edel, auch verarbeitet. Hier steht Bambus drauf, also eigentlich Bathroom Basket, Bamboo. Aber ich werde die, wie gesagt, für die Speis verwenden. Da gibt es auch verschiedene Größen, 3 verschiedene Größen. Ich habe jetzt diese beiden Größen und das hier habe ich doppelt gekauft. Also ich muss mal gucken, wie das dann aussieht, wenn ich das Ganze dann in der Speis eben hinstelle. Und wenn mir es super gut gefällt, werde ich mir definitiv noch weitere kaufen. Also für den Preis wirklich, man kann da natürlich auch Spielsachen reinpacken oder eben fürs Bad. Für den Schminktisch, wohin auch immer ihr das eben stellen möchtet. Es sieht sehr, sehr hochwertig und sehr edel aus. Dann habe ich mir für die Waschküche mein liebstes Waschmittel gekauft. Wer meinen letzten DM-Haushaltshaul gesehen hat, wird sich an dieses Produkt erinnern. Das verwende ich eben immer für die dunkle Wäsche und das war jetzt bei Action tatsächlich 1 Euro günstiger pro Flasche. Und deshalb durften 2 Stück mit. Für die Küche habe ich auch einiges gekauft und zwar zum einen diese wunderschönen Schüsseln hier. Leider sind unsere zum Teil nicht mehr so schön, die sind schon echt ziemlich ramponiert, vor allen Dingen hier oben an der Oberseite. Klar, auch wenn man die anderen immer draufstellt und die fand ich super, super schön und vor allen Dingen vom Preis her, also sehr, sehr günstig. Und sehr, sehr hochwertig hier mit diesem Muster. Und passend dazu habe ich mir auch Tassen gekauft. Und zwar sehen die eben genauso aus. Allerdings haben die keine Unterteller gehabt. Untertassen, ich weiß nicht, wie ihr es nennt. Wir nennen es Untertassen. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich mir 6 Tassen gekauft und 6 Schüsseln. Kann ich euch auch hier zeigen.
So, und hier sind die Tassen, allerdings noch verpackt, damit da während der Fahrt nichts passiert. Ein Pizzaschneider durfte mit, ja, wow, total spektakulär, nämlich nicht. Dann noch zwei Vasen, die muss ich euch unbedingt zeigen. Schaut sie euch an, die sind so, so schön, so hochwertig. Da gibt es auch noch ein anderes Muster und auch noch andere Farben. Ich habe mich dann für diese hier entschieden. Die haben mir so, so gut gefallen. Auch hier wieder für die Terrasse. Ein Stück habe ich davon gekauft und ihr merkt schon, das Ganze hat einfach einen roten Faden. Also sprich, diese Vasen, dann der Vogelkäfig, ich mag dieses Wort gar nicht, die Schüsseln, also alles in diesem Beige-Ton und für die Terrasse eben richtig, richtig schön. Und dann habe ich noch diese zwei Schüsseln hier gekauft. Die finde ich auch sehr, sehr schön und auch hier wieder sehr hochwertig für den Preis. Ich glaube, die haben 59 Cent gekostet pro Stück. Und da habe ich mir einfach gedacht, dass ich einen Couscous-Salat zum Beispiel reinmache für meinen Mann und mich oder einen Gurkensalat oder eben Deko. Aber ich glaube, letztendlich werden sie doch für die Küche verwendet. Und dann habe ich für die Küche noch Teller gekauft. Die haben mir auch sehr, sehr gut vom Farbton her gefallen. Ich hoffe, dass ich das Muster gut einfangen kann. Allerdings hatten sie nicht so viele davon. Und deshalb werde ich nochmal zur Action fahren und mir noch ein paar holen, damit es dann eben komplett ist. Ansonsten habe ich dann noch zwei von diesen Boxen hier gekauft. Die andere steht da drüben, da sind die ganzen Süßigkeiten drin. Da sind auch Deckel mit dabei gewesen. Also für den Preis wirklich. Leute, schaut euch das an. Man kann die dann auch so verschließen. Und ich habe mir gedacht, einfach für Dinge, die man nicht täglich braucht, dass man die hier reinpackt und das Ganze dann in den Schrank verstaut. Und man aber alles auf einen Blick hat. Wie zum Beispiel Dekobänder, Dekosand, was weiß ich, solche Dinge, ne? Karten, die man noch basteln möchte und so weiter. Vielleicht auch Socken, die man noch stopfen möchte mit den passenden Nadeln und dem Faden. Packt man hier rein und dann ist es weg. Für den Preis wirklich. Also schaut euch das an, kann man auch nichts falsch machen. Dann habe ich mir diese Kissen hier noch gekauft für die Gartenmöbel. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe mich hier für den Grauton entschieden, weil es einfach passend zu unserem Sonnenschirm ist und auch zu unserem hässlichen Boden. Ja, jeder, der mir auf Instagram folgt, der weiß, was ich meine. Wir haben einen sehr, sehr hässlichen Boden auf der Terrasse, weil der von der Sonne ja nicht mehr so geil aussieht. Und vier Stück an der Zahl habe ich gekauft. Auch hier der Preis unschlagbar. Die Verarbeitung kann ich wirklich nicht motzen. Kann ich euch also empfehlen. Ansonsten habe ich noch was für den Liam gekauft. Und zwar diese Seifenblasenmaschine. Sage ich jetzt einfach mal so. Und zwar schiebt er das vor sich her. Das ist batteriebetrieben und da kommt dann eben Luft raus und vorne packt man die Flüssigkeit rein und dann kommen ganz viele Seifenblasen raus. Er hat da den Spaß seines Lebens, aber ich muss auch sagen, mehr ist das Teil nicht wert. Hier, dieses Teil ist auch schon abgegangen. Ich habe es ihm dann festgeklebt, aber da kann man auch nicht viel erwarten. Er hat total viel Spaß und ganz viele haben mich auch auf Instagram gefragt, als sie es gesehen haben, wo ich das denn her habe. Ja, ich habe es bei Action gekauft. Und für die Terrasse, hier, total unspektakulär. Schaufel und kleinen Besen. Braucht man halt in einem Haus, ne? Was soll ich dazu sagen? Aber auch hier wieder sehr, sehr hochwertig. Für den Preis also wirklich top. Machen wir weiter mit der Küche. Hier, Teller habe ich nur mitgenommen. Also ich finde, von der Qualität her kann IKEA wirklich einpacken. Also IKEA ist zum einen teurer und auch vom Design finde ich die Sachen von Action viel, viel schöner. Vor allen Dingen für den Preis. Also da ärgert man sich auch nicht, wenn das Kind vielleicht aus Versehen mal etwas fallen lässt. Fand ich richtig toll. Und dieses Teilchen hier habe ich mir jetzt nachgekauft. Hatte ich schon mal mitgenommen, war ich sehr mit zufrieden. Auch hier sehr günstig und reinigt wirklich gut. Und deshalb durfte es jetzt nochmal mit. Ansonsten habe ich mir noch zum Basteln einiges mitgenommen. Zum einen diese Klemmerchen, die kann man auch immer gebrauchen, wenn man was verschenkt. Und Bänder habe ich mir noch mitgenommen. Diese hier und das große fand ich auch richtig, richtig schön. Ich habe nämlich einiges vor, gerade auch für die Terrasse. Ich habe mir nämlich so ein Gestell gekauft für über den Tisch und da kann man dann zum Beispiel eine Lichterkette dran machen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das habe ich bei Yakko gekauft und da wollte ich eben noch was befestigen und deshalb die Bänder.
Und ich wollte auch noch Lavendel abschneiden im Garten und dafür habe ich das etwas schmälere gebraucht, weil ich den dann zusammen mache und für die Garderobe verwenden werde, weil es zum einen gut riecht und weil es zum anderen die Motten abhält. Und für solche Sachen zum Beispiel sind eben diese Kisten hier geeignet. Wenn ihr viel Bastelzeug habt, dann einfach rein damit, schön geordnet und dann wisst ihr auch, wo eure Sachen sind. Und vor allen Dingen, sie liegen nicht im Weg rum. Und dann habe ich noch für meine Patenkinder zwei wunderschöne Teile mitgenommen. Bullet Journal steht hier. Ich fand das so toll. Das hatte ich euch schon mal gesagt. Also bei Action, da gibt es so viele schöne Bastelsachen. Vor allen Dingen auch Blöcke, schönes Papier. Und damit könnt ihr dann eben wunderschöne Karten selbst kreieren und selbst basteln. Die sind dann halt sehr persönlich und findet man so nicht. Und der Beschenkte weiß eben, dass ihr euch da Gedanken gemacht habt und eben Mühe gemacht habt, ne? So, einmal diese Version und einmal diese Version. Ich habe zwei Patenkinder. Dann durften auch Sticker mit, zum Beispiel diese hier und hier. Das meinte ich jetzt zum Beispiel, ne? Also da kann man dann echt schöne Karten mitmachen. Oder wenn ihr einfach irgendwie der Nachbarin was vorbeibringen möchtet und einen Zettel braucht, dann macht doch sowas viel mehr her. Finde ich. Ja, und deshalb habe ich das immer bei mir zu Hause im Schrank. Und für die Küche habe ich mir jetzt mal noch so eine Aufbewahrung hier mitgenommen. Das Problem bei mir ist nämlich immer, dass ich zum Beispiel eine halbe Zwiebel habe oder irgendwas, was wirklich geruchsintensiv ist und irgendwie der ganze Kühlschrank dann danach stinkt. Und deshalb einfach eine kleine Box. Hier kann man verschließen oder man könnte zum Beispiel auch Trauben reinpacken. Keine Ahnung, irgendwas an Obst und mitnehmen für unterwegs. Auf der Terrasse habe ich dann noch zwei so große Lampions. Die waren nicht wirklich für draußen geeignet. Aber ich habe sie draußen stehen gehabt und es hat geregnet. Und deshalb möchte ich sie mir jetzt ansprühen. Und dafür habe ich eben weiße Farbe gebraucht. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt was wird. Ich zeige es euch auf Instagram. Wahrscheinlich wird es wieder der Fail des Jahres. Geschenkpapier durfte auch mit. Da finde ich, hat Action wirklich ganz, ganz viel verschiedene, ja, Auswahl und Geschenkpapier muss bei uns zu Hause eben immer sein, denn meine Kinder sind ja auch oft auf Geburtstage eingeladen und da habe ich sowas schon auch immer gerne in meiner Schublade. Hier dann noch dieses Tape, also zum Einpacken, wenn man mal was zurückschicken möchte, da braucht man das. Am besten in hell, ich finde das Dunkle sieht immer so ein bisschen unschön aus, ne, aber egal. Ich bin gespannt, wie die Qualität ist. Also es war sehr, sehr günstig und ich gehe davon aus, dass es nicht so geil ist. Die günstigen, die reißen ja dann auch immer so komisch, ne? Ja, für mein Patenkind dann noch zusätzlich hier diesen Stift. Ich musste den einfach kaufen. Hier mit diesen Disney-Figuren fand ich auch ultra goldig. Und ganz, ganz viele Süßigkeiten durften auch noch mit. Ach, das habe ich auch noch gekauft zum Basteln. Das habe ich auch noch gebraucht in Gold. Ja, Süßigkeiten en masse. Denn, ich habe es euch ja gesagt, ich werde nach Italien fliegen, also das ist jetzt noch gar nichts, ne? Der Rest liegt hier noch vor mir. Warte, ich zeige es euch. Tada! Tada! Oh mein Gott, es wird schwer, Moment. So, hier noch Snickers, KitKat, als hätten die in Italien keine Süßigkeiten, ne? Ja, so sieht's aus, wenn ich hier aus Deutschland immer kommen, nach Italien fliege. Bin ich immer voll gepackt wie so ein Esel. Aber was muss, das muss. Ich habe da drüben noch ganz viel liegen. Ich kann euch das jetzt gar nicht alles zeigen, sonst bricht mir gleich mein Arm ab. Moment. Ja, so viel zu den Süßigkeiten. Ansonsten habe ich mir nochmal so einen Treteimer hier mitgenommen. Die kosten auch knapp 5 Euro. Und ich hatte mir schon mal einen mitgenommen und wollte erst mal schauen, wie die von der Qualität sind. Also klar, Treteimer hin oder her, sind aber nicht alle gleich. Denn wenn man die ganze Zeit drauf tritt, kann es schon sein, dass sie irgendwann den Geist aufgeben. Und für den Preis habe ich mir gedacht, guckst du die Qualität erstmal an. Aber ich bin sehr zufrieden und deshalb habe ich mir jetzt noch einen gekauft. Denn den wir im großen Elternbad haben, der ist schon einige Jahre alt und der sieht nicht mehr so aus. Und deshalb habe ich mir den jetzt gekauft. Und ein Spannbetttuch durfte noch mit. Und jeder, der meinen letzten Action Haul gesehen hat, hat gesehen, dass ich dem Moritz für sein Boxspringbett
ein Spannbetttuch mitgenommen hatte und mir nicht sicher war, ob das von der Qualität gut ist. Ich glaube, ich habe 7,99 Euro dafür bezahlt, ein riesengroßes, und die sind wirklich richtig gut. Also es wird gewaschen, direkt wieder drauf gemacht, gewaschen, wieder drauf gemacht, und die sind wirklich gut. Also für den Preis, ich habe gedacht, Mensch, da kannst du doch nicht so viel erwarten. Bombe. Und deshalb durfte jetzt nochmal eins mit. Und hier ist jetzt noch der Deckel von der anderen Kiste. Und das Teil habe ich mir noch mitgenommen. Das fand ich auch ultra schön. Ich finde ja immer, wenn ich dann so die Preise sehe, ne, wenn dann so ein Euro noch was, also ein Euro irgendwie 60 da steht, denke ich mir, oh mein Gott, das ist total günstig. Das muss ich mitnehmen. Ich bastel halt auch so gerne und habe halt sowas immer gerne zu Hause. Und das sieht doch total schön aus. Auch zum Verschenken zum Beispiel, wenn eure Kinder irgendwo eingeladen sind zum Geburtstag. War das gerade Deutsch? Eingeladen sind? Ja. Dann könnt ihr doch hier schöne Stifte noch draufpacken, was Süßes, und das dem Kind dann vielleicht mit einem Gutschein noch überreichen. Jo. Ein Outdoor-Teppich, den habe ich auch noch mitgenommen. Der sieht jetzt so aus. Einfach für hier, wenn die Kinder aus dem Trampolin steigen, damit sie was unter den Füßen haben. Knapp 6 Euro habe ich dafür bezahlt, und den fand ich auch ultra schön. Das habe ich noch vergessen zu zeigen, für die Seifenblasenmaschine, für den Liam, mit der er gerade auch wieder beschäftigt ist. Er liebt sie. Ja, habe ich auf jeden Fall noch benötigt, und deshalb durfte das auch noch mit. So, meine Lieben, das war es jetzt soweit von meiner Seite. Ich denke, dass ich vielleicht das ein oder andere noch vergessen habe, weil ich es schon verräumt habe. Aber im Großen und Ganzen war es das jetzt. Wie gesagt, ich habe da echt zugeschlagen. Eigentlich wollte ich nur mal gucken. Ein paar Sachen hatte ich schon im Kopf, die ich eigentlich kaufen wollte, gerade so Dekokram, aber dass es dann letztendlich so viel wird. Ja, 150 Euro habe ich bezahlt. Kassenzettel ist da. Vielleicht war es jetzt eine kleine Inspiration für euch und ihr wollt einfach mal schauen, ob ihr auch irgendwie was Schönes findet bei Action. Ich würde mich auf jeden Fall über euer Feedback freuen. In die Kommentare damit. Und ansonsten habe ich euch eigentlich jetzt hier noch die Celebrations gezeigt. Ja, ich hoffe es. Okay, meine Lieben, also ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Freue ich mich natürlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt mir alle gesund, passt gut auf euch auf, und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und wenn ihr ein bisschen italienische Sonne sehen möchtet, dann schaut gerne bei Instagram vorbei. Tschüss! Bisschen Eigenwerbung.